bin auf dem Weg nach Rossi Freeman. Ich brauche Hilfe. Du zahlst mir nicht genug. In diese Todesfalle gehe ich nicht. Musst du auch nicht. Du bist mein Scharfschütze. Schon wieder? Na, klingt vernünftiger. Hey, du redest nie, wo ich bin. Ja, stimmt. Ich gieße deine Pflanze. Maurice, gib ihn mir. Was? Wer ist da? Wenn du nicht redest, bleibst du da. Oh nein. Ach komm bitte. Ich hab keinen Namen. Du verstehst nicht. Ich bin erledigt. Ich kann's nicht stoppen. Ich sehe ständig dieses Mädchen. Und sie sieht mich einfach nur an. Halt's Maul. Ich hab gesagt, halt's Maul. Okay, Heulsuse, zurück in deine Ecke. Gott, Piers, was hast du gesagt? Wir treffen uns da. In Rossi Freeman. Klar, ich werde da sein. Ja, sehr schön, dass du da bist. Das hoffen wir jetzt nicht auch mal, denn wir sind auf dem Weg, oh Gott, zu Irak. Und mal gucken, was er sich da so versteckt hält. Und dann begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Watch Your Dogs. Na komm, wir bleiben hier mal stehen. Ist ja scheißegal. Mitten auf der Straße parken, das juckt doch eh keinen. So, genau, ich würde mal sagen, es geht weiter. Herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Ich habe, glaube ich, gerade nur so halb angefangen. Aber ja, es ist wieder soweit. Ich habe mega Bock. Es regnet heute ein bisschen, aber das macht hoffentlich nichts. Vielleicht stellt sich das auch gleich noch um und wir schauen mal, was jetzt so passiert. Ich bin mal echt gespannt. Kein Bettbug dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich komme. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit. Uff. Ja, dann geht's los. Ich würde mal sagen, dann hauen wir da mal volle Kanne rein. Da scheint es ganz vorne, dass ich auch jemand noch mitzustehen. So, lass mich wieder wegpacken. So, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Jody wahrscheinlich tot von dem jetzt. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer, auf dem... Nein, schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Wir haben ja gar keine Kameras, ne? Ich könnte jetzt einfach den mal ausschalten, oder? Ah, den Typ hab ich. Du mieses Stück. Verfehlt, Jordi. Ja, ja, du hast den leichten Job. Er hat nicht verfehlt, sondern der Typ hat mich halt direkt bemerkt. Das ist die Sache. Sorry, schlechter Winkel. Ich hoffe, das ist jetzt nicht verbuggt, weil ich den jetzt gekillt habe. Mich am Arsch. Ich hab einen Haufen Kids mit billigen Knarren erwartet, aber das ist ja fast eine Armee. Das sind Viceroys. Irak hat eigene Ansichten, wie man Straßen kontrolliert. Das ist etwas erschreckend. Die Jugend von heute, Ich will da nicht rein, aber ich habe keine Wahl. Das ist dein Problem. Du bemerkst nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du verrennst dich in kleine Abenteuer, die nie gut für dich ausgehen. Fertig? Mhm. Nur ein bisschen. Komm. Das Problem ist tatsächlich jetzt auch gerade, ich muss nur noch mal gucken. Oh Mann, hast du das gesehen? Ich kann nicht schießen. Sieh gut zu. Ja, ich sehe gut zu. Du schießt gerade wie ein Bekloppter. Ich weiß es halt nicht. Normalerweise war das ja so. Deswegen bin ich gerade ein bisschen irritiert. Das war ja sonst immer... Ach Gott, wie schlecht schießt du denn? Ey, was ist denn mit ihm? Ja, komm, mach dir mal platt. Dankeschön. Ey, jetzt mal no joke. Der hat doch die letzten Male viel besser geschossen. Und vor allem, ich musste immer erst einen ablenken, bevor er geschossen hat. Was ist denn das jetzt für eine Kacke? Oh, Jody, Mann. Jody. Ja, danke. Einer weniger. Das war doch mal ein guter Schuss, würde ich mal sagen. So, wir arbeiten uns hier mal ganz langsam vor. Aber das ist ein Fetter, aber.
Das scheint ein Vetter zu sein. Ja, da vorne, da ist der Vetter. Da. Den wird er nicht direkt down kriegen. Den hat er jetzt nicht One-Hit down gemacht, oder? Nee, ist er nicht. Oh, ich dachte schon. Weiß, ich spreche gerade drüber und zack, haut er den weg. Ein Sniper weniger? Nee. Ach komm, er kann nicht wahr sein, dass du die Sniper da nicht wegkriegst, Jordi. Ey, ganz ehrlich, der schießt ja wie ein, Bekloppter. Der kann ja. Was kann der überhaupt jetzt? Ja, jetzt hat er einen weg. Meine Güte da. Schlimm genug, dass das wirklich so lange dauert, bis er die weg hat. Komm, mach den weg. Ey, der kriegt ihn nicht weg. Ey, was ist das für ein Noob, ey? Jetzt mal no joke. Jetzt mach den da weg. Dankeschön. Gottes Willen, der hat ja 5 Milliarden Schüsse gebraucht. Den hätte ich auch selber machen können. Hätte ich ihn gar nicht gebraucht, ey. So, wir gehen mal rein hier. Clara, kriegst du die Tür auf? Wir arbeiten daran. T-Bone hat eine Idee. Ja, die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür. Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, und den kennst du? Ja, ich hab den scheiß Algorithmus geschrieben. Probieren wir's aus. Ah. Dann machen wir mal ein Blackout, würde ich sagen, ne? Und alles aus. Ja, gut. Du kannst uns später lassen. Pass auf dich auf, Aiden. Das kriegen wir schon hin. Ah, das kommt mir bekannt vor hier. Oh. Ja, okay. Das machen wir nochmal. Ja, komm, schieß dich mal ab. Ich lass dich mal kurz killen, ja? Weil das war scheiße. Alter! Ja, moin. Da kommt ein bisschen was. Das ist nicht so, wie ich mir das jetzt gedacht habe. Egal. Dann müssen wir mal schauen. So, also wir gehen da am besten erstmal nicht rein. Kann ich irgendwie hier? Ich hätte eigentlich gerne eine Kamera gehabt oder sowas. Ah, dann wechsle ich da die Seite. Okay, das ist ja richtig behindert. Damit ich das dann auch richtig gesehen habe, dann kriegen wir da auch gleich Besuch, wenn dieser Dings... Ja, genau. Ja, mal zumachen, tschüss, fahren wir wieder hoch. So, jetzt wird es hier spannend. Wie wird das jetzt hier am besten anstellen? Da oben haben wir noch einen. Yes. Ich hole mal sie nochmal nach unten. Ich kann hier, glaube ich, auch auf keine Kamera zugreifen. Doch, klar, im Fahrstuhl ist eine. Na, no, dann gucken wir jetzt. Genau, das wollte ich jetzt nämlich gerade sagen. Wir gucken nämlich erstmal so. Ja, wir fahren ein bisschen höher. Ist das verbuggt? Ich würde mal sagen, es ist ein bisschen buggy, oder? Tschüss. Ah, Gott! Was war das? Wo ist der Sprint? Ich sehe jetzt hier sonst auch keinen mehr, den wir jetzt hier... Da haben wir noch jemanden, den ich nicht sehe. Ich hätte gerne manchmal in den Kameras so Nachtsicht, aber wir sind ja hier nicht mit der Zelle oder sowas. Deswegen ist das jetzt hier auch mal... So. Aber natürlich, ist, ja, ich weiß, es war natürlich jetzt ein kleines bisschen einfacher, weil ich jetzt schon wusste, dass da oben welche sind. Du hast drauf?
Haben wir hier noch irgendwo einen? Du glaubst, du kennst dich in einem Netzwerk aus. Na, das tue ich auch. Hör mal erst mal zu. Ne? Dann vielleicht doch nicht. Jetzt sind da nochmal neue gespawnt. Ja, moin. Das machen wir dann doch mal nicht. Dann machen wir es nämlich nochmal anders. Genau, wir machen es nämlich so, weil ich will die erstmal markiert haben. Ich sehe die zwar nur auf der Karte, aber ich würde die gerne noch ein bisschen besser sehen. Deswegen machen wir das jetzt wieder auf die altmodische Art. Und markieren die uns dann so mal alle, würde ich sagen. Da haben wir einen, da haben wir zwei, da haben wir noch einen. Haben wir unten jetzt noch welche gehabt? Nee, ne? Es scheinen nur diese drei zu sein. Seh rein gar nicht. Guck mal da drüben. Kommunikation stören, da geht nichts. Bei ihm was? Nein. Schade. Hier können wir nur die Kommunikation stören. Okay, also die müssen wir so gesehen dann so ausschalten. Okay. Dann machen wir jetzt so. Ja, moin. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht sogar von hier treffen kann. Ah, es ist zu weit weg. Das Gute ist, dass ich die jetzt markiert habe, dass ich sehen kann, wo die sind. Das bringt schon mal ziemlich viel. Auf geht's. Wir direkt gleich an einem Ding stehen. Ich bin schon mal vorbereitet, Steuerung zu drücken. Halt die Glubschaugen ab. Ja, no. Machen wir jetzt so. Dann machen wir jetzt so. Oh, fuck. So, es sind nur zwei. Und anscheinend erstmal nur zwei. Problem ist, ich sehe die so schlecht hier. So, so geht's natürlich ein bisschen besser. Splittergranaten nehmen wir noch mit. Reingucken. Das ist das Problem heutzutage. Keine Manieren, oder? Das sind nur zwei. Audio-Lock. Das ist nicht so schön. Das ist überhaupt nicht schön. Ich sehe die auch fast gar nicht, ist das Problem. Keine Chance. Das ist ein ganzer Vorbild.
So, dann gucken wir mal. Was nehmen wir denn mal? Splittergranate? Ja, oder? Oh, ich war gerade zu weit, oder? Ah, ich war zu weit, scheiße. Tu mir den Gefallen. Ich mach es schnell. Schnell? Ja, so? Dass wir die Splittergranaten vorhin noch gesehen haben. Nee, ich würde eigentlich gerne. Na, die hätte ich gerne. Und einmal nachladen, das wollte ich eigentlich machen. So, jetzt den Schuss. Ah, das ist eine Leiter, wollte ich schon sagen. Keine neuen. Haben wir noch irgendwas rumliegen? Nee, ne? Ja, die sehen, wissen auch, wo ich bin. Das ist das Problem. Ja, kommt wieder ein Vetter, ne? Ja, okay. Oh! Jawohl, direkt mal 3 gekillt. Easy. Zack. Was ist mit am Ende? Ich hab dich leider nicht ganz verstanden. Du hast leider mittendrin aufgehört zu reden. Das tut mir leid, aber ich kann dir nicht verstehen, wenn du einfach aufhörst. Ich kann das. Habt ihr den verstanden? Oh, hier lock nochmal. Niemals lebend rauskommen. Bist du bereit dafür, Soldat? Ah, shit. Nichts kam aus dem Nichts, hatte nichts und ich habe um nichts gebeten. Jetzt. Hör mal die Nachrichten ein. Das habe ich geschafft. Ganz allein. Was hast du bisher erreicht? Oh. Über mir, ne? Findet ihn und reißt ihm den Arsch auf. Geht kein Risiko ein. Frage. Ah, da ist eine Leiter. Ah, okay. Hier ist nichts. Ich suche weiter. Nicht im Pinne. Ah, ja, guck mal. Das ist nämlich das, was ich wollte. Eine Kamera. Weil ich da jetzt nämlich keinen gesehen hatte. Auch sonst keiner. Das ist nur einer. Da haben wir noch einen. Da ist noch ein großer. Können wir mal hier entriegeln. Ach scheiße, ich habe ja vorhin auch noch eine Tür entriegelt und bin da gar nicht reingegangen. Ne? Fällt mir gerade mal so ein. Na, ich hoffe mal, da war nichts Wichtiges drin. Ich hoffe jetzt tatsächlich einfach mal, dass da nichts Wichtiges drin war. Ja, so schnell geht das. Na, fuck. Das war jetzt ganz dämlich. Wir sind hier fertig. Gut, also es dürfte eigentlich kein Problem sein, jetzt hier hochzugehen. Dann gehen wir aber gleich da in die Tür dann rein. Yo, bleib Wasser, Mann! Ah, hey! Hört das an, doch! Schau mal, kann ich hier mich hinsetzen? Nee, das geht nicht. Die wissen auch noch gar nicht, dass ich hier bin, so gesehen. Halt bloß die Augen offen. Ja, hier soll noch mehr sein als nur die. Pass gut auf. So, und die anderen, die dürften dann aber, glaube ich, da vorne in dem Ding sein. Also, da können wir noch ein bisschen weitergehen. Kein Ausweg. Jo, mein Handy war nicht. Geh mal nachsehen. Was sind die denn? Da! Moin! Wo
bringt ihn zur Strecke wie einen räudigen Köter. Wir müssen diesen Wichser finden. Ja, komm nur mal. Ach, komm. Ach scheiße, der steht hier vorne. Oh, ich dachte, der steht dahinter. Ja, komm, geh da mal rein. Genau. Genau, jetzt geht er mal schön gucken. Ich geh mal weiter. Zack, tschüss. So, ich frag mich jetzt, was wir hier drin haben. Ah, Geld ohne Ende. Ja gut, das ist jetzt schon ein Audio-Log. Ich werde das hier aufnehmen. Ach, scheiße. Was ist drunter gefallen? Jetzt noch? Okay. Ich werde mein Vermächtnis aufnehmen, wie mein Cousin Iraq. Damit ich was hinterlasse. Mein Bettpack. Ich habe gesehen, dass es Bettbug ist. Arak hat durchschaut. Hat alles durchschaut, bis auf mich. Warum kommandiert er mich immer rum? Wir sind verwandt. Ich sollte doch neben ihm stehen. Ich muss einen Weg finden, ihm das zu zeigen. Ja, ich denke mal, mit der letzten Aktion war das nicht so der Fall. Der letzten Aktion hat er da auf jeden Fall sich keine Freunde gemacht. So, erstmal mal gucken, ob wir noch was anderes finden. Aber sieht nicht so danach aus. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie das Gefühl, gleich wenn wir hier reingehen, dass wir gleich Besuch kriegen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so das Gefühl. Mal gucken, was passiert. Okay, Clara. Bin drin. Du solltest jetzt eigentlich alles empfangen. Ich seh's. Kommt einiges rein. T-Bone wird mit der Entschlüsselung anfangen, wenn wir alles haben. Das ist ein ziemlich großer Download. Das ist Iraqs Druckmittel. Für Erpressungen. Er sammelt das schon seit vielen Jahren. Gut. Das war alles. Schnell zurück, Aiden. T-Bone startet jetzt die Entschlüsselung. Bin unterwegs. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde bestimmt hier nicht einfach so rauskommen. Davon kannst du aber ausgehen. Genau. Oh Mann, zieh dich an! Crispin! Nein, nein, warte. Pierce, stimmt? Warst du das, Pierce? Die Auktion? Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Weil hier regnet es echt eine Menge Scheiße. Bleib schön stehen. Damit kommst du mir nicht so einfach. Du hast mich ins Knie gefickt, in meinem Scheiß geschnüffelt und meine Pläne durchkreuzt. Das warst du? Der andere Hacker aus dem Mellow. Ja, das da ist meine Währung. Mein Meisterstück. Und du willst es mir wegnehmen. Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Ich hab was von dir? Motherfucker, ich kenn dich nicht mal. Und hinterher. Ich hab's mir schon gedacht. Ich wusste es. Du willst meine Familie ficken, hä? In mein Haus einbrechen? Mir einen Scheiß klauen, hä? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Ein möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch. Ja, ich glaube, wir liegen richtig. Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! So, ich warte mal ganz kurz ab, was jetzt passiert. Ja, ja, ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Oh. Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Ah, schon noch nichts gemacht, der Typ. Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Und wenn ich fertig bin, zerzieh die nächsten. Hast du Frau und Kinder? Brüder und Schwester? Du fickst meine, ich fick deine. Fotze! Holy shit. Ey, bitte aber mit Wörtern um sich geschmissen. Es wird niemand herkommen, um der traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus! Die Bullen trauen sich nicht! Scheiße, hier draußen bin ich Polizei! Du wirst allein sterben, Mann! Da passiert jetzt noch mehr? Bring den Scheißkerl um! Ja, genau, das war nämlich das, was ich jetzt gewartet habe. Genau, das war nicht der Plan.
Ah, die wissen sogar schon, wo ich sitze. Hab ich irgendwo eine Kerne? Granaten wollte er haben. Kann von mir aus gerne auch so machen. Ah, shit. War nicht gut gemacht von mir. Überhaupt nicht gut gemacht von mir. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Die ganze harte Arbeit. Weg. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Tust mir fast ein bisschen leid. Das wird mächtig wehtun. Oh, lol. Haben wir nicht noch was zum Sprengen gehabt? Da. Tu es nicht, Mann! Ist doch nur ein Job! Da kommt hier noch einer! Oh fuck. Scheiße, da kam noch einer. Gegen diese fetten Viecher keine Chance, ey. Fuck. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwer, ey. Du willst meine Familie ficken, hä? In mein Haus einbrechen? Mir ein Scheiß klauen, hä? Weißt du, wer ich bin? Weißt du's? Na, die ist schon gar nicht mal so schlecht. Das ist schon mit die beste. Ein mächtiger König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch! Und du bist Lucky Quinns Schoßhund. Fick dich! Fick dich! Hab ich noch Ernährungs... Nee, aber ich kann die auch nicht bauen. Ich kenn Typen wie dich, du Wichser! Selbstgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Pack da mal noch einen hin. Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Das, was mir jetzt auf den Sack geht, ist, dass wir die ganze Zeit jetzt warten müssen, bis der fertig gelabert hat. Der braucht halt auch Stunden, bis er fertig gelabert hat. Bruder und Schwester, du fängst meine, ich fäng deine Fotze. Ja, mal gucken. Kann er nicht in eins labern? Es wird niemand herkommen, um den traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus. Die Bullen trauen sich nicht. Scheiße, hier draußen bin ich, Polizei. Du wirst allein sterben, Mann. Oh, fuck. Bring den Scheißkerl um! Ja, auf geht's. Keine Chance. Da sind sogar erstmal noch die. Jetzt wird's ernst, Motherfucker! Steck mächtig ein! Ach komm, warum schießt du denn nicht? Okay. Also, merke, wenn du nicht zielst mit der Shotgun, richtige Scheiße. Okay. Okay, okay. Ich dachte, die schießt durch. Fuck, jetzt muss ich nochmal anhören. Oh, ein Versuch noch. Dann ist die Folge erstmal wieder lang genug. Scheiße. Das ist belastend. Ein Möchtegern König in einer winzigen Burg. Du liegst falsch. Alter, mir geht das wirklich auf den Sack, dass der hier, dass der 5000 Stunden am Labern ist, Mann. Könnt ihr nicht ein bisschen Gas geben mit eurem Gelaber? Ja, das geht mir echt auf den Sack, dass das jetzt lange dauert hier. Ja, ja.
Kriegsgerechte Weltverbesserer! Hab euch dutzendfach vom Schlachtfeld getragen! Ich ja, hast du. Oh, das war ich gar nicht. Fähigkeitsbaum, haben wir da eigentlich noch Punkte? 2 Stück. Könnte man theoretisch den Kampf auch noch setzen? Was haben wir denn hier? Oh ja, komm, rein damit. Auf geht's. Ah, deine Familie wird dich schon wiederbekommen. Vielleicht Stück für Stück, ha? Huh? Ich hätte ziehen sollen für den Egal. Wenn ich fertig bin, zerzieh die Nächsten. Hast du Frau und Kinder? Brüder und Schwester? Du fängst meine, ich fäng deine. Wahrscheinlich liegt auch noch was. Deswegen, wenn er jetzt wieder mit den Typen ankommt, die holen wir uns natürlich weg. Es wird niemand herkommen, um den traurigen Arsch zu retten. Dein Scharfschütze ist raus. Die wollen gruseln mich. Scheiße, hier draußen bin ich Polizei. Du wirst allein sterben, Mann. Oh Mann, ist das belastend. Bring den Scheißkerl um. Deswegen, das ist nämlich das Problem. Ich hätte da überhaupt nichts gegen. Wenn die nicht 5 Milliarden... Doch erstmal dann weiter machen. Oh fuck. Tschüss. Alle tot. Fang nie Krieg mit einem Soldaten an. Du denkst, wir sind Freunde. Wir labern ein bisschen. Ich werde mir all deine Dateien nehmen. Das war ganz schön knapp jetzt gerade eben wieder, Mann. Lass mal los, ein schickes Hotel. Ein Haufen reicher, weißer Ficker mit viel Geld. Du weißt es von mir. Irgendwann wirst du es auch weitererzählen. Geheimnisse werden verraten. Ich glaube nicht, aber okay. Eine Menge Leute sterben sogar für diese Geheimnisse. Das ist der Fluch der Macht. Nee, ich glaube ja nicht, aber okay. Oh, wir machen hier keine Geschäfte. Du wolltest kämpfen, Pierce. Spielen wir es zu Ende. Sowas hast du noch nie gesehen. Alter, wie zum Fick sollst du das denn schaffen gegen ihn? Da musst du ja wirklich auf richtig weite Distanz gehen. Holy fucking shit. Okay. Er labert jetzt erstmal wieder 10 Stunden. Oh Gott, Alter, wie soll... Oh, vor allem der spawnt ja auch wieder so richtig behindert. Warum spawnt er denn hier vorne? Oh. Vor allem, ich habe das Gefühl, das ist auch nicht so ein Standard-fetter Typ, wie wir den sonst immer hatten, sondern das ist so ein fetter Typ. Der ist nochmal fetter als die Fetten. Scheiße. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich überlege mir da mal was. Es kann sein, dass die nächste Folge... Inwiefern wird auch wieder hier anfangen, aber ich werde das vielleicht mal zusammencutten dann, weil das, ich will euch hier dann das ersparen, dass das hier wirklich 30.000 Stunden dauert, bis wir das hier mal geschafft haben. Deswegen werde ich dann mal gucken, ob ich das dann vielleicht ein bisschen cutte dann in der nächsten Folge. Aber auf jeden Fall, wir lassen es erstmal dabei. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs... Oh Gott. Hallo. Ja, nicht so nuscheln, ne? Mir fällt das in letzter Zeit auf, dass ich so ein bisschen hier... Man nuschelt so ein bisschen, aber man muss da mal gucken, dass man hier ein bisschen mehr, ne, nicht mehr ganz so nuschelt. Gut, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like freuen und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es euch nicht so gut gefallen hat, dann könnt ihr natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Schreibt dann nochmal bitte rein, was euch nicht so gefallen hat, damit ich es beim nächsten Mal dann besser machen kann. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Watch Dogs. Wann das sein wird, das gucken wir dann. Mal gucken, ich werde es wahrscheinlich jetzt noch aufnehmen, auch wenn ich ein bisschen gefrustet bin, aber wir kriegen das hier schon hin. Das wird schon klappen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.